So Freunde, euer Simon hier, es ist Mittwoch, es ist selbstverständlich Thema Ernährung, obwohl das Ganze heute eher so ein kleines Wissensvideo wird, es geht aber um die Ernährung. Und zwar geht es heute sozusagen um das Kokosfett, um das Kokosöl, aber eigentlich ist das nur so der Aufhänger für das Thema Wissenschaft, dieses ganze Wissenschaftsthema besonders, aber heute eben bezogen auf die Ernährung und warum es für mich so eine, ja fast schon so eine Hassliebe ist und wie gesagt, Kokosfett ist so der Grund des ganzen Themas. Ich würde euch sehr, sehr bitten, sehr, sehr genau bei dem Video zuzuhören, euch eure eigene Meinung zu bilden. Und wenn ihr anderer Meinung seid oder wenn ihr gleicher Meinung seid, bitte unten kommentieren, aber bitte konstruktiv. Ich würde mich freuen, wenn daraus so ein kleines Gespräch entsteht. Ihr wisst, dass ich nicht nur in der ketogenen Ernährung, in meiner anabolen Diät, aber es ist eigentlich eher eine ketogene Ernährung, die ich gerne verfolge, nicht nur da sehr, sehr, sehr begeistert oder sehr viel setze auf natives Kokosöl. In der ketogenen Ernährung, um einfach schneller auch in die Ketose zu kommen, um dem Körper einfach schnell verfügbare Energie zu geben. Ich will da jetzt nicht zu fachlich drauf hinaus, weil das Video gleich ein bisschen in eine andere Richtung geht. Aber ihr könnt euch da meine ganzen Videos zum Thema anaboler Kaffee und Kokosfett, ich habe da recht viel erzählt, warum die MCT-Fette, also die mittelkettigen Triglyceride, warum die sehr schnell und effizient vom Körper zur Energiebereitstellung genutzt werden können. Ich wollte jetzt wieder zu komplex werden, aber habt ihr wahrscheinlich am Schnitt gemerkt. So, ich will aber gar nicht zu sehr genau darauf hinaus. Aber wie gesagt, auch wenn ich nicht die ketogene Ernährung verfolge und mal so eine Art intermittierendes Fasten mache, obwohl das ja eigentlich auch Fastenbrechen ist, nutze ich das ganz gerne im Kaffee morgens, weil mir das ein bisschen Energie gibt, weil ich fit und aktiv bin und erstmal länger nichts essen muss und mich einfach sehr vital, sehr, sehr fit fühle. Außerdem, ich habe recht gute Zähne. Das ist tatsächlich auch mit, ein ganz, ganz kleiner Grund, weil ich tatsächlich öfter mal mit Kokosfett meinen Mund spüle. Das könnt ihr auch mal nachlesen. Es wirkt antibakteriell. Es ist sehr, sehr, sehr gut für die Zähne. Soll auch gut für die Haut sein und soll auch antiviral wirken und so weiter. Das kann ich euch jetzt zum Beispiel nicht bestätigen. Aber Kokosfett ist einfach eine schöne Sache, wie gesagt, in der Ernährung. Man kann es ganz toll zum Braten benutzen. Es schmeckt fantastisch. Es schmeckt in Süßspeisen, ich brate alles da drin an, was ich mir mache, weil es einfach gesünder ist, als wenn ihr zum Beispiel ein Sonnenblumenöl nehmt. Das ist eine Tatsache. Das ist einfach eine Tatsache, weil wir in Sonnenblumenöl, Sonnenblumenöl ist nicht ungesund, aber Sonnenblumenöl enthält zum Beispiel recht viel Omega-6-Fettsäuren und das ist einfach eine Tatsache, dass diese entzündungsfördernd sind, wenn ihr zu viel Omega-6 im Verhältnis zu Omega-3 habt. Und da will ich aber auch nicht zu genau drauf hinaus. Aber wie gesagt, aus meinem gesundheitlichen Aspekt und aus dem Aspekt, dass es einfach bei mir gut funktioniert und bei allen anderen gut funktioniert, ist das so ein Lebensmittel, was ich sehr, 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 sehr gerne nutze, aus vielen Gründen. So, und jetzt haben mir einige wirklich, ich habe sehr, sehr, sehr häufig wirklich die Frage in letzter Zeit bekommen oder auch so die in den Kommentaren gelesen, Simon, aber was sagst du denn zu dem Beleg, zu der Tatsache, da haben jetzt amerikanische Forscher herausgefunden, dass Kokosöl ungesund ist, dass es ungesund ist, dass es zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führt und so weiter. Ganz, ganz häufig habe ich wirklich da die Frage bekommen und dachte mir, wie kann das sein? Ich bin anders informiert, wie kann das sein? Und dann habe ich mich mal ein bisschen, ich wollte euch die Frage eben natürlich beantworten. Ich wollte nicht nur sagen, nein, ist gesund. Ihr wisst, ihr kennt mich, da bin ich nicht so. Ich schaue dann auch, vielleicht habe ich irgendwas übersehen, vielleicht habe ich irgendwie nicht richtig geguckt und so weiter. Für mich macht es keinen Sinn, warum das ungesund sein soll. Und dann bin ich habe einfach mal Kokosöl ungesund eingegeben, könnt ihr auch mal googeln, und bin als erstes so auf einen Sternartikel geraten. Und den habe ich hier, ich blende euch dann immer wieder mal ein bisschen ganz kurz was davon ein. Und da geht es eben genau darum, neue Studie steht dort. Wissenschaftler warnen, Kokosöl ist genauso ungesund wie Butter. So, alleine dieser Titel ist einfach, dass der Stern sowas rausbringt. Man denkt ja, Stern, okay, scheint guter Journalismus zu sein, da den glaube ich. Und dann kommen da so Sachen raus wie Kokosöl ist heute ist irgendwie der Wurm drin. Genau, Stern. Dann denkt man sich, dem Stern kann man ja vertrauen und dann liest man mal ein bisschen weiter. Allein schon diese Schlagzeile, diese Überschrift, neue Studie, Wissenschaftler waren, ist genauso ungesund wie Butter. Alleine diese Aussage.
als wäre Butter ungesund, als wäre nachgewiesenermaßen Butter ungesund. Das ist Quatsch, das ist genauso blödsinnig, wie wenn man sagt, Fructose ist ungesund oder Salz ist ungesund oder Zucker ist ungesund. In großen Mengen, ja, aber man kann doch nicht pauschal sagen, dass Butter ungesund ist und dann Kokosöl ist genauso ungesund. Und dann geht's weiter, dann erzählen sie erst, der Hype ist jetzt vorbei und so weiter und die amerikanischen Wissenschaftler haben dann festgestellt, dass es ungesund sind und ich habe dann wirklich geschaut, warum? Wo ist die Begründung? Ich habe wirklich nach der Begründung gesucht, warum ist es jetzt ungesund? Und als Begründung stand im Sternartikel, ich habe dann auch mal den Originalartikel von der American Heart Association gelesen, weil es zu 82% aus gesättigten Fettsäuren besteht. Und dann lese ich ganz kurz mal weiter. Kokosöl enthält zu über 90%, danach steht 82%, gesättigte Fettsäuren, die auch in tierischen Produkten stecken. Sie sind umstritten, man sollte sie eigentlich meiden. Das ist auch super. Erst ist es völlig ungesund, dann sind eigentlich oder sie sind umstritten und man sollte sie eigentlich meiden. Das ist auch schon so eine Aussage, die so blödsinnig ist. Und dann geht es weiter, das fand ich eigentlich ganz witzig. Gesättigte Fettsäuren stehen in Verdacht, den Cholesterinspiegel zu erhöhen und dadurch dem Herz und den Gefäßen zu schaden. Also allein diese Begründungskette ist so absurd und so, erstens, Kokosöl ist ungesund, weil es zu einem Großteil aus gesättigten Fettsäuren besteht. So, gesättigte Fette sind nicht ungesund, das wissen wir auch. Und gesättigte Fettsäuren sind nicht gleich gesättigte Fettsäuren. Die gesättigten Fettsäuren in Butter sind nicht die gleichen wie die in Kokosöl. Das wisst ihr auch. Das ist auch Quatsch, sowas zu behaupten. Dann sagen die sogar, dass Kokosöl gefährlicher ist als Schmalz, weil es mehr gesättigte Fettsäuren hat. So ein Blödsinn. Erstens, also, weil viele gesättigte Fettsäuren drin sind. Gesättigte Fettsäuren sind erstens nicht ungesund. So, dann gesättigte Fettsäuren stehen in Verdacht, den Cholesterinspiegel zu erhöhen. Das ist erstens ziemlicher Unsinn, weil ihr wisst langsam auch, dass Nahrungsfette nicht sofort kausal damit zusammenhängen, den Cholesterinspiegel zu erhöhen. Und auch Cholesterin ist nicht gleich Cholesterin. Und dann weiterführend, ein erhöhter Cholesterinspiegel ist dann der Grund für irgendwelche Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Auch das ist Blödsinn, auch das ist völliger Quatsch. Ihr werdet keine einzige Studie finden, wo kausal, wo wirklich ein erhöhter Cholesterinspiegel dazu führt, dass es Ablagerungen und so weiter, dass es irgendwelche Herzgefäß- oder Herzerkrankungen gibt. Das werdet ihr nicht finden, weil es stimmt einfach nicht. Es ist einfach eine falsche Aussage. Und warum lese ich das so vor? Ich finde es einfach immer wieder erschreckend, dass einfach mal, viele werden dann sagen, ja, aber Simon, du sagst, das ist gesund. Und die sagen, das ist ungesund und das ist science-based. Das ist ja wissenschaftlich belegt. Und so wie früher das immer so ein bisschen belächelt wurde oder so wie das belächelt wird, dass man einfach dem größten Bodybuilder glaubt, weil er viele Muskeln hat, ist es heutzutage, habe ich das Gefühl so, dass wenn irgendeine Studie irgendwas sagt, dann ist das so, weil die Studie das sagt. Ihr wisst genau, ich bin Fan von wissenschaftlichen Studien. Man soll wirklich Wissenschaft fördern. Man soll schauen, wo was herkommt und so weiter. Ihr wisst das selbst. Ich bin ja selbst Wissenschaftler. Aber ich weiß ganz genau, wie wenig Wert bei der Aussage eine einzige Studie hat. Besonders, wenn man sich die Studie mal sehr, sehr genau anschaut. Eine einzelne Studie ist für mich eigentlich nur ein Grund, weiter zu forschen. Es ist ein Anhaltspunkt, um da mal weiterzuschauen. Und so eine Studie ist nichts wert. Und dann habe ich einfach mal überlegt, wie kann das denn sein? Wie können die denn so einen Quark erzählen? Wie können die denn dann, bei dem Originalartikel habe ich dann auch gelesen, dass sie statt Kokosöl Sonnenblumenöl empfehlen oder andere ungesättigte Fette, weil ungesättigte Fette per se besser sind als gesättigte, was auch Quatsch ist. Das ist zum Beispiel eine Tatsache, dass es nicht so ist. Wie gesagt, Omega-6 zu viel ganz klar belegt und das nicht nur durch eine Studie, dass es einfach keine oder gesundheitsschädlich ist, ganz einfach gesagt. Und da habe ich mir einfach überlegt, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass einfach so ein Quatsch erzählt wird? Und das ist eigentlich so das größte Problem. Ich habe dann ein bisschen recherchiert, habe dann mal geschaut, American Heart Association. Das erste, was mir bei Google vorgeschlagen wurde, wirklich Sponsors. Und dann geht man mal da drauf und man schaut, wer ist der Geldgeber für diese Association? Wer gibt denen Geld? Wer
fördert diese Forschung? Wer hat Interesse daran, da Geld reinzupumpen? Und dann direkt, da kommt man direkt, irgendwie ein Sponsor ist Bayer zum Beispiel. Und dann forscht man mal ein bisschen weiter und dann kommt man weiterhin zu einem der größten, Monsanto, glaube ich, heißen die, könnt ihr mal nachgoogeln, kommt man zu einem der größten Unternehmen im Bereich von Getreide, Saat und so weiter. Also Leute, die Interesse, die einen haben Interesse daran, eben pflanzliche Mittel gut darzustellen, pflanzliche Öle gut darzustellen. Und die anderen, Bayer, verdient ein unglaubliches Geld mit zum Beispiel cholesterinsenkenden Mitteln, mit irgendwelchen Statinen und ich bin da kein Pharmazeut. Aber jeder weiß es, dass durch die Pharmaindustrie diese ganze Cholesterinangst entstanden ist, weil man einfach die Grenzwerte nach unten gesetzt hat. Man will sehr, sehr schnell Blutverdünner verschreiben, weil damit ein unglaubliches Geld gemacht wird. Und man versucht, die Leute einfach ja, in seine Richtung zu lenken. Der, der eine Studie finanziert, der da Geld reinpumpt, egal ob es schaut wirklich mal, auch bei diesen ganzen High-Carb-Studien, schaut wirklich mal hin, wer finanziert diese Studien überhaupt? Wer finanziert Studien, die dann sagen, esst ganz viel Getreide? Wenn da irgendwie Kellogg's oder irgendwelche Getreidefirmen im Hintergrund sind, die das finanzieren, warum glaubt ihr denn, pumpen die da Geld rein? Oder wenn da irgendwie Coca-Cola hintersteckt und dann kommen Studien raus, dass Zucker gar nicht so schlimm ist oder so. Überlegt einfach mal, glaubt nicht einfach nur, weil es eine Studie ist, eine wissenschaftliche Studie, dass das Tatsache ist, dass das Fakt ist. Nein, guckt euch wirklich entweder Metastudien dazu an oder wenn es dazu keine weitreichenden Studien gibt, schaltet einfach mal euren Kopf ein, wirklich mal. Schaut wirklich mal nach, da war das so offensichtlich, weil einfach die Begründung so absurd ist, so absolut absurd, dass ihr einfach wirklich darauf kommen müsst und ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt, aber es ist eine Tatsache. Schaut euch wirklich mal an, wer sponsert das Ganze, wer steckt dahinter und warum erzählen die Lügen? Und glaubt nicht einfach nur, weil da eine Studie ist, das ist so. Und das ist im Sportbereich genauso und so weiter. Wie gesagt, Studien sind gut, absolut. Und Studien haben absolut ihre Daseinsberechtigung. Aber ich, der selbst wirklich sehr, sehr viele Studien durchgeführt hat, der selbst eben an Unis war, die Studien durchgeführt haben, die eben etwas wollten, dass da rauskommt. Die wollten, dass die und die, dass der und der Ausgang rauskommt. Und dann forscht man entweder sehr, sehr lange weiter oder schaut, dass man anderen Test anwendet. Ich habe da schon mal ein Video drüber gemacht und guckt einfach, dass man da vielleicht ein bisschen schaut, weil man eben Interesse daran hat, dass das rauskommt, dass das eben den Wirtschafts- oder den Wissenschaftszweig belegt oder begründet oder dass man da weiter forschen kann. Seid da bitte, bitte vorsichtig. Und wie gesagt, Kokosfett, ich habe keine einzige Studie gefunden, die zeigt, dass Kokosfett ungesund ist. Ich habe aber sehr, sehr viele Studien gefunden, die zeigen, dass es sehr, sehr viele Vorteile einfach, gesundheitliche Vorteile hat. Und wie gesagt, das ist ja auch mein Kanal. Ich kann euch von meinen Erfahrungen berichten. Wie gesagt, Wissenschaft kann man so oder so sehen. Aber meine Erfahrungen, die habe ich selbst gemacht und mit ganz, ganz vielen anderen Leuten. Und deswegen kann ich einfach nur empfehlen, Kokosfett auszuprobieren. Und wie gesagt, wenn ihr Studien lest, guckt euch nicht nur den Abstract an. Das reicht nicht. Die meisten kriegen nur einen Abstract. Abstract reicht nicht. Und besonders reicht sowas nicht aus, wo irgendwelche Journalisten über eine Aussage einer Studie berichten, die, also es ist so absoluter Blödsinn. Wie gesagt, ich verlinke euch das einfach mal und also es ist der Hammer, echt, also so ein Blödsinn. Also schaltet euren Kopf ein, seid da wirklich nicht zu blauäugig, glaubt nicht alles, was science-based ist oder wissenschaftlich und glaubt aber auch auf gar keinen Fall nur jemanden, der dicke Muskeln hat, dass das, was er sagt, das Richtige ist. Denkt ein bisschen darüber nach, schaltet die Birne ein. Ich weiß, ich habe ein bisschen geredet, das war so ein bisschen durcheinander, das Video, aber das war ein bisschen spontan, weil ich gerade noch die Frage wieder gesehen habe. Und dann musste ich mich mal einschalten und ein bisschen recherchieren und fand das ziemlich spannend. Deswegen, meine Freunde, kommentiert, bleibt dabei, abonniert den Channel, schaut weiter bei Facebook, Instagram vorbei, wenn ihr ein bisschen was Privates sehen wollt und die besten Supplements mit reinem Herzen, die science-based entwickelt sind und das Ganze gepaart mit meiner Erfahrung bei den Supplements gibt es bei Body Happy Nutrition. Bis dahin, euer Simon.